Auf der Kinderstation wird Dr. Magda Kauderbach jetzt von einem Jungen mit rätselhaftem Ausschlag erwartet. Was dahinter steckt, wird den kleinen Patienten sehr enttäuschen. Hallo, mal das guten Tag. Hallo, guten Tag, Lukas. Ich bin hier die Kinderärztin auf der Station. Guten Tag, Kauderbach. Ja, Moment. Wir haben wohl hier in der Notaufnahme schon Blut abgenommen. Ja, okay. Hautproben haben abgenommen Sie und einen Abstrich gemacht. Ne? Abstrich auch, das ist gut. Was hast du denn da für Probleme? Oh je, die haben sie aber schön einbandaliert. Okay, bis gleich. Ne? Bis gleich. Ja, da müssen wir uns das mal genauer angucken. Er war beim Training und sein Trainer hatte angerufen, dass er nicht mitspielen möchte. Ja. Und dann kam ich an, der hat sich die ganze Zeit gejuckt. Geht und das, wenn ich dich anfasse? Habe ich das erst entdeckt. Tut dir das sehr weh? Also, das kann er noch nicht so lange haben. Ist erst neu aufgetreten. Ja, er hat uns noch gar nicht so was. Okay. Also, ich selber habe Neurodermitis. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das jetzt auch ist. Okay. Mhm. Ich hoffe natürlich nicht. Hat der bisher noch nie irgendwelche Hauterscheinungen gehabt? Gar nicht. Noch gar nicht. Gut. Das ist jetzt erstmals aufgetreten. Oh ja, das ist ja doch aber schon ganz schön ausgeprägt. Und tut das weh, das juckt stark. Das juckt ja, das kann ich mir vorstellen. Versuch mal nicht zu kratzen. Möglichst nicht kratzen, weil dann kann sich das immer weiter entzünden. Ja, also so jetzt von der Untersuchung her würde ich jetzt erstmal. Gib mal Mama die Hand. Mama hält ein bisschen. Also wir können ihm da gleich noch mal ein bisschen was geben. Ja. Es sieht halt eher, ich wollte jetzt nicht annehmen, dass es so unbedingt eine Neurodermitis ist, sondern es könnte auch halt eine Pilzinfektion sein oder eine allergische Reaktion. Ja, das hat er sich in den letzten Zeit vielleicht irgendwo verletzt. Hat er auch Jetzt eigentlich nichts Besonderes. Die Hautirritationen können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Am wahrscheinlichsten wäre eine Allergie, aber die Mutter meinte, es würde keine vorliegen. Wir müssen die Ursachen jetzt noch eingrenzen. Aber zu unserer großen Überraschung steckt etwas ganz anderes dahinter. Hey, die kannst du einmal nehmen, die Tropfen, die helfen ja gleich. Und dann wird das mit dem Jucken Hat er irgendwas Besonderes gegessen vielleicht? Nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich nicht. Ist er denn in der letzten Zeit auffällig müde gewesen? So? Ich guck mal gerade, nimm dir mal die Kessel oder so, da ist nichts. Also ist seit zwei Tagen ein bisschen müde, aber jetzt nicht so auffällig, dass ich mir das irgendwie Sorgen mache. Da ist nichts, nur an den Beinen und an den Füßen. Also da ist ihm nichts aufgefallen. Nee, also er macht generell sehr viel Sport, deshalb dachte ich, vielleicht ist er einfach ein bisschen erschöpft. Gut, ja, dann müssen wir, ich denke, wir behandeln, müssen jetzt erstmal die Ursache natürlich suchen. Das ist unangenehm. Wollen wir dann ich denke, wir müssen ihn auf jeden Fall stationär aufnehmen. Bleibst du dann Lukas? Einmal bei uns, Lukas? Ja? Muss es ja, das wäre schon besser, weil wir müssen dir sehen, dass wir dir helfen können. Guck mal, so, du juckst dich auch ganz doll. Du hast ja so einen starken Juckreiz und das kann sich auch noch mehr entzünden, weißt du? Ich denke, da müssen wir das erstmal hier stationär behandeln. Ne? Das ist sicherlich sinnvoll. Wir würden jetzt dann erstmal, das war ein Fußbad mit Gerbstoffen erstmal vorbereiten und das schön baden, damit dann der Juckreiz und der Schmerz ein bisschen zurückgehen. Schmerzt es denn auch oder juckt es mehr? Es juckt und brennt sehr. Okay, ja. Es brennt das auch. Dann, das ist aber sicherlich dann hilfreich mit dem Fußbad. Mhm. Und dann werden wir eine antibakterielle und antiallergische Salbe auftragen anschließen. Okay. Ja, um seine Symptome zu lindern, habe ich ihm zunächst erstmal juckreizstillende Tropfen verabreicht, die eben auch nach relativ kurzer Zeit ganz gut wirken, aber so ein bisschen müde machen können. Lokal haben wir dann erstmal ein Fußbad mit Gerbstoff durchgeführt. Das ist so entzündungshemmend und tut an sich immer sehr gut. Was denken Sie denn, wie lange er hier bleiben müsste? Ja, also es sollte sich schon deutlich verbessern. Okay. Und wir müssen eben auch erstmal die anderen Laborwerte haben. Also ich würde schon mal davon schätzen, dass er so 3 Tage sicherlich erstmal bleiben. Das wie lange willst du in dem Fußbad haben? Wie lange soll das Fußbad haben? Ja, ich denke, jetzt ist es dann gleich gut. Dann können wir es dann erstmal entsprechend verarzten. Ne? Okay. Hi. Hey, Kumpel. Fang. Hallo. Oh, Fußbad. Geht gar nicht. Geht gerade nicht. Dann stürzt er hier noch. Aber wir trocknen die Beine ab. Wir machen sauber und dann darfst du gleich. Sollen wir den Ball einmal noch mal zur Seite? Was ist denn passiert? Er hat Ausschlag. Ich trockne dann. Ich mach hier mal ab hier. Dann kannst du gleich den Ball. Würdest du denn hier bleiben? Ich muss dann abhören. Gar kein Problem. Ja, klar. Ups, so machen wir das. Ne? Mal, Lukas, ich muss kurz Ben abholen. Ist das okay? Mhm. Ja? Na, Thomas ist auch hier, der wartet mit dir, ja? Ich kriege die Zeit schon rum, wa? Okay. Kleine Kinder im Krankenhaus mögen meistens nicht alleine sein. Das heißt, das ist eine fremde Umgebung, es geht ihnen nicht gut, sie haben Schmerzen oder wie bei Lukas eben diesen ausgeprägten Juckreiz. Von daher war es ganz schön, als die Mutter eben kurzfristig das Krankenhaus verlassen musste, dass sein Onkel Thomas dazukommen konnte und ihn eben abgelenkt hat. Sehr gut, prima. Hat er auch ab und zu mal. Ja gut, aber solche Hauterscheinungen hat er ja noch nie gehabt. Ne? Das bleibt jetzt auch deine Salbe. Ne? Die bleibt jetzt nur, weil wir die jetzt für dich benutzt haben, die bleibt auch nur bei dir. Ne?
mal, das Anti-Juckreiz-Spray, guck, das haben wir da ja auch, das hilft auch super. Das können wir sonst auch zwischendurch noch mal erneuern. Jetzt kommen erstmal noch die Kompressen. Ich glaube, nebenan ist auch schon noch ein Tropfen. Ja? Ja. Okay. Sonst mache ich ja, das gut, dann, eben fertig. Dann ja, kannst gut, du ich denke, das ist in Ordnung, ne? Ja, ich komme später noch mal nach dir schauen, okay? Ja, ich hoffe, dass das Fußbad und die beiden Cremes Lukas helfen werden. Natürlich wissen wir nicht genau, wieso diese Hauterscheinungen überhaupt aufgetreten sind. Das kann ja verschiedene Ursachen haben. Von daher ist die Therapie dann auch natürlich danach gerichtet. Dass Lukas Onkel Thomas mit der ganzen Sache sehr viel zu tun haben sollte, war uns völlig unklar. Während die Kinderärztin auf die Laborwerte des Jungen wartet, sieht sie nach einer 12-jährigen Schülerin, die von ihrer Mutter wegen eines veränderten Muttermals in die Klinik gebracht wurde. Guten Tag, Kauderbach. Hallo, guten Tag, Kauderbach heiße ich. Ich bin hier die Kinderärztin. Weshalb bist du denn hier? Ja, meine Tochter hatte am Fuß so ein auffälliges Muttermal. Und das habe ich heute Morgen das erste Mal gesehen. Mhm. Sie hat mir aber auch nichts gesagt. Und sie sagt selber, dass sie das. Und sie humpelt halt. Und das tut ihr auch ziemlich weh, ne? Ich mache mir einfach ein bisschen Sorgen, was das ist. Mhm. Das sieht schon ziemlich. Sieht ja schon doch heftig aus, ne? Der Handschuh. Ja. Aber ich denke, das sind ja auch so einige. Ja. Kleine Muttermale drumherum, die hat sie ja sicherlich schon immer gehabt. Ne? Und das habe ich wirklich zufällig gesehen, als sie den Fuß aus der Bette gehängt hatte, dass da sowas ist. Und ist das denn unangenehm? Also beim Laufen tut es weh, aber... Beim Laufen hat es weh getan. Bist du denn viel gelaufen jetzt die Tage? Ja, ich hatte Sponsorenlaufen. Morgen habe ich nochmal. Mal. Siehst du, sehr ärgerlich. Da bist du auch ordentlich gelaufen, ja? Ja, schon. Ja, so ist es. Hast schon etwas erhaben, ne? Drumherum sind ja so Pigment... Hm? Flecken, ich denke, die wird sie sicherlich schon immer gehabt haben. Ja, sie hatte schon mal so. Habe ich ja auch so Pigmentflecken. Ja, also ich habe das ja auch. Okay, dann wollen wir mal gucken. Warte mal, ob ich hier mit der Lupenbrille das noch ein bisschen genauer erkennen kann. Ah ja, das ist jetzt ja. Ah, ich kann schon sehen, was das ist. Was ist das denn? Das wird sie extrem erstaunen. Es erstaunt mich auch sehr. Und zwar ist das eine. Dritte Brustwarze sozusagen. Was ist das? Das ist unter dem Fuß? Das ist ganz, ganz, ganz extrem selten. Aber bei uns hat das keiner in der Familie. Hat das sonst niemand? Nein, ja? also nicht unter dem Fuß, aber überhaupt. Es gibt halt auch so kann man zusätzliche das denn Brustwarzen, die man normalerweise tritt das so unterhalb der Brust auf. Ja. Nein, das geht doch nicht, dann bin ich doch total der Freak. Naja, das ist ja jetzt eine Stelle. Schatz, ich werden alle auslachen. Ach, Quatsch, der guckt dir keiner natürlich. Auf die Hände. Kann weißt man das ja wegmachen? Ja, schon Mutter. Man kann das theoretisch entfernen, würde ich jetzt aber im Moment nicht noch entfernen. Nicht. Ich denke, das ist einfach nur durch diese Belastung jetzt aufgetreten. Das ist jetzt ein bisschen stärker geworden. Wir können das immer später machen. Ich werde doch dann total gemobbt in der Schule. Ach, ja, dann mobben die dich einmal und dann komme ich dahin. Und dann mobben die dich das erste Mal. Weißt du was? Nein. Weißt du was? Ja. Du hast doch bestimmt ein Handy dabei. Google doch mal accessorische Brustwarze oder dritte Brustwarze. Was meinst du, wen du da alles findest? Ja, insgesamt sind ja überzählige Brustwarzen eben doch recht häufig. Und wenn die, sagen wir mal, so lokalisiert sind und nicht sehr stark auffallen, ist von einer Entfernung erstmal abzusehen, weil das ja immer ein operativer Eingriff auch mit Risiken ist. Sollte es natürlich zu Beschwerden kommen oder die doch an extrem unpraktischen Stellen sitzen, kann man das, sagen wir mal, als Wahleingriff irgendwann mal einplanen, das zu entfernen. Das ist nichts Ungewöhnliches, das haben sehr, sehr viele Menschen. Nur meistens ist das eben dann am Bauch zu finden, so im Rahmen der ehemaligen Milchleiste. Ja. Ja, bei Lynn war bisher bei den Vorsorgeuntersuchungen diese überzählige Brustwarze noch nicht aufgefallen. Das lag sicherlich daran, dass wahrscheinlich jetzt die Brustwarze durch die massive körperliche Belastung und durch hormonelle Einflüsse sich eben auch verändert hat. Natürlich ist sie jetzt auch in der pubertären Entwicklung. Die Hormone können natürlich unter Umständen da auch vielleicht mit ein Auslöser sein, dass das jetzt ein bisschen stärker hervortritt. Das wächst ja auch allgemein. So. Ne? So, hast du denn jetzt schon mal geguckt? Ich guck mal. Schau mal, ob du das finden kannst. Dritte Brustwarze, guck mal nach. Da findest du bestimmt irgendwas Interessantes im Handy. Der Sänger von meiner Lieblingsband hat auch eine. Na, dann ist das ja wohl ist das Problem gelöst. Ja, wie gesagt, sollte es denn dann später doch mal zu Beschwerden führen,
Ne? Oder wenn du sagst, Mensch, das möchte ich auf Dauer nicht haben, dann kann man das schon operieren, ist aber definitiv jetzt kein Notfall. Ja. Sie können erstmal ganz beruhigt nach Hause gehen. Ist schon mal gut. Ja? Also wenn er damit leben kann, dann kann ich das. Dann kannst du damit auch. Okay. Bin ich so alles klar. Dankeschön. Gut. Alles klar. Die Lynn war erstmal völlig schockiert, als ich sagte, Mensch, das ist eine dritte Brustwarze. Nachdem ich ihr dann erzählt habe, dass sie vielleicht mal googeln sollte, hat sie dann festgestellt, dass eben doch einige Stars auch mit dritten Brustwarzen versehen sind. Und von daher fand sie es dann inzwischen ganz cool. Nachdem die Reizung der dritten Brustwarze abgeklungen war, bereitet sie der Schülerin keine Probleme mehr. Inzwischen sind die Laborwerte des Jungen mit dem Ausschlag da. Die erklären zwar die Hautirritation, aber das Rätsel der Ursache lösen sie nicht. Was ist denn hier los? Wir haben ein bisschen übertrieben. Es ist die Flasche zu Bruch gegangen. Die Flasche zu Bruch gegangen, ja. Das ist aber gefährlich hier. Der war schon mal am Jucken und da haben wir ein bisschen Wasser mit hergeschmissen. Und ja, jetzt hat er dann... Haben Sie die Flasche zerdeppert oder was? Geworfen oder dein Onkel? Wer hat die Flasche zerdeppert? War bestimmt er, ne? Genau. Auf der Kinderstation ist es natürlich immer sehr lebhaft, aber das, sagen wir mal, jetzt mit einem Basketball Flaschen zerschossen worden, das haben wir doch selten erlebt. Also von daher war das jetzt schon ein ungewöhnliches Ereignis, aber Leben herrscht hier den ganzen Tag. Genau, ziemlich schnell, ne? Hat man ja auch gesagt, genau. Ah, die Mama ist wieder da. Hallo, alles gut? Was Neues? Ja, wir haben schon ein paar Laborwerte jetzt bekommen. Und zwar haben wir festgestellt, dass einerseits der IgE-Wert, das ist so ein Allergie-Antikörperwert, der ist erhöht bei ihm. Und die Eosinophilen, das ist eine Art der weißen Blutkörperchen, die eben auch bei Allergien ansteigt, der ist auch erhöht. Aber gegen was er allergisch ist? Das kann man aus diesen Befunden jetzt nicht schließen. Haben Sie irgendwie ein Waschmittel gewechselt oder so? Nee, gar nichts. Also mir fällt auch echt nichts ein, was er haben könnte. Okay. Tja, also es kann halt auch immer sein, dass diese Eosinophilen bei einer Wurmerkrankung ansteigen. Das heißt, sollten wir auf jeden Fall auch noch mal eine Stuhlkultur dann noch mal abnehmen, bitte, ne, von ihm, dass wir eine Wurmerkrankung dann noch ausschließen können. Gut. Ja? Gut, das machen wir dann auch. Okay. Ja, das kann bei Kindern schon ab und zu mal auftreten. Also das wäre jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ich glaube aber nicht, dass das damit zusammenhängt, sondern ich denke eher, dass es was anderes Allergisches ist. Ja, schon ein kleiner Ausschlag. Ja, aber wir haben ja hier Wichtigeres jetzt auch erstmal. Wollen Sie sich mal hier vorne auf den Stuhl setzen? Wollen wir uns das mal angucken? Ja, kann ich da auch mal gerade einen Blick drauf werfen. Ja, kann man so. Sehen. Mal gucken. Ach ja, das ist aber schon ein bisschen mehr als nur ein kleiner Ausschlag. Das lässt ja auch. Das ist ja schon doch... Das ist auch mehr geworden, irgendwie, sehe ich gesagt. Seit wann haben Sie das? Ja, seit heute Morgen. Habe ich das gemerkt, fing das an. Okay. Und waren Sie in den letzten Tagen irgendwie zusammen oder so? Also waren Sie mit Lukas zusammen? Genau. Nee, weil es sieht ja doch so ein bisschen ähnlich aus, ne? Sind Sie vielleicht zusammen verreist oder haben Sie irgendwas anderes? Ich war jetzt alleine beim Kumpel in Bayern im Urlaub und war nur kurz bei Lukas. Die neuen Schuhe, die habe ich ihm mitgebracht. Da waren wir mal kurz in Tschechien auf so einem Garagenmarkt, wir waren günstig und da habe ich ihnen die Schuhe mitgebracht. Da haben wir uns kurz gesehen, aber sonst haben wir nichts. Ja, okay. Haben Sie die dabei? Die Schuhe dabei? Können wir da vielleicht mal schauen? Sandra, hast du die? Sind das auch Ihre neuen Schuhe, die Ja, genau. Okay. Die riechen aber auch ganz schön heftig, merke ich gerade. Ja, ich dachte, dass immer die neu sind, das habe ich auch schon. Ja, aber das ist ja schon doch ein sehr beißender Geruch. Ja, das riecht man schon. Ne? Das gibt ja... Wo haben Sie die mitgebracht? Von wo? Ja, wir sind mal kurz da nach Tschechien. Ja, da war so ein Markt und da gab es die günstig. Da dachte ich, also gute Schuhe für den Preis bringe ich dann mit. Da habe ich mir auch welche geholt, ne? Okay. Ja. Und Sie tragen die wie lange jetzt schon? Ich habe die, glaube ich, heute Morgen. Ja. Der Lukas hatte die jetzt so zum Training an. Lukas hat zum Training. Hat sie wahrscheinlich hat er auch keine Socken drin gehabt? Oder? Hattest du Socken an, ne? Hast du vergessen, die Socken anzuziehen? Ah, okay. Ach so, okay. Na gut, das wäre natürlich eine Überlegung, ne, dass Sie da auf so ein Markenimitat reingefallen sind. Ja, wenn man Markenimitate kauft, ist das Risiko natürlich deutlich größer, dass die mit Schwermetallen zum Beispiel oder Giftstoffen belastet sind. Und von daher sollte man da doch wirklich sehr aufmerksam sein und gerade wenn man eben geruchstechnisch etwas feststellt, sich dann doch zurückhalten mit dem Kauf. Wie kann man das jetzt behandeln? Oder? Ja, wir haben es ja jetzt schon behandelt. Wir haben jetzt ja schon entsprechende antiallergische und antibakterielle Cremes aufgetragen, das Spray. Und das wird da unter dieser Therapie. Er muss dann halt auch noch die Tropfen, die antiallergischen Tropfen, muss er dann auf jeden Fall auch noch einnehmen. Ich denke, über einige Tage. Und dann kann man es langsam reduzieren. Aber damit sollte es dann auch schnell besser werden. Und diese Schuhe nicht mehr tragen. Darf er natürlich nicht mehr tragen. Ne? Die sollte man dann also doch, denke ich, besser entfernen.
Du hast dich gewöhnt, dran gewöhnt. An was hast du dich gewöhnt? An die Schuhe. Die gefallen dir so gut, ne? Weil dein Onkel dir die mitgebracht hat. Die sind ja auch hübsch, die sehen auch schön aus. Die tun dir nicht gut. Mhm. Es tut mir auch wirklich leid. Ich besorg dir neue, richtig gute Schuhe, ja? Hast du doch auch nichts für. Hast du nicht Und sie können ihre Schuhe auch am besten. Sie sollten die auch, genau, sie sollten die auch ganz schnell austauschen. Weil ja, schmeiß sie gleich sofort. Ja, ja. Ja, abschließend kann man wirklich sagen, dass Lukas sich ganz tapfer geschlagen hat, denn das war ja eine extrem unangenehme Hauterscheinung, die sehr gejuckt und gebrannt haben. Und ich denke, die ganze Familie war dann auch sehr glücklich, als wir die Ursache gefunden haben. Und der Onkel braucht sich, denke ich, auch keine Vorwürfe machen, denn das war ja nicht abzusehen. Eine Analyse im Labor bestätigte, dass die Schuhe mit Giftstoffen belastet waren. Dank antiallergischer Tropfen und Salben gingen die Hautreaktionen des Jungen und seines Onkels rasch zurück. Schon am nächsten Tag konnte der kleine Basketballer wieder nach Hause. Ab jetzt will die Familie auf Billigware aus dem Ausland verzichten.